Salut zusammen. Ich bitte zu beachten, was für ein T-Shirt ich mir heute angezogen habe. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme dann richtig rum. Das T-Shirt ist knapp 20 Jahre alt. Habe ich seinerzeit in Kambodscha gekauft. So viel dazu. Jetzt, Adler. Also, die 12-Uhr-Marke ist überschritten. Das Corona-Dashboard wurde aktualisiert und die DNN hat einen Artikel veröffentlicht, und zwar mein geliebter Qualitätsjournalist Thomas Baumann-Hartwig. Er scheint gelernt zu haben. Er hat sich die Statistik mal intensiver angeguckt und hat, wenn auch mit einer geringen Lernkurve, wenn man so will, Fehler eingestanden. Er hat sich also korrigiert. Ich werde es euch als Bildschirm hart kopieren, den Anfang setzen von dem Video. Also, ich habe mir die Corona-Statistik für heute auf dem Dashboard angeguckt und habe mal geguckt, wie sich die heute vermeldeten 14 neu bekannt gewordenen Todesfälle zusammensetzen. Also, ich lese vor. Ein Todesfall ist 3 Tage her, zwei Stück sind 8 Tage her, einer 9 Tage, zwei 10 Tage, zwei 11 Tage, einer 14 Tage, einer 17 Tage, einer 20 Tage, einer 22 Tage, einer 57 Tage. Und die Krönung ist, ein Todesfall ist 60 Tage alt. Also die Person ist bereits vor 60 Tagen verstorben an oder mit Corona und hat es heute geschafft, in die Corona-Statistik einzufließen. Das soll nicht despektierlich gegenüber den Toten sein, sondern soll den Meldeverzug in den Dresdner Ämtern, wahrscheinlich im Standesamt bzw. im Gesundheitsamt darstellen. Ja, die Statistik werde ich in die Beschreibung packen. Da könnt ihr euch das selber angucken. Es sind viele Zahlen. Man kommt eventuell nicht durch, also versteht es nicht auf Anhieb. Fragen gerne in die Kommentare des YouTube-Videos. Ich werde sie beantworten, sobald ich den Kommentar wahrnehme. Das kann durchaus mal 1, 2 Tage dauern. Allzu viel wird bei mir noch nicht kommentiert. Ja, also, der Qualitätsjournalist Thomas Baumann-Hartwig hat ein bisschen was dazugelernt. Vielleicht lernt er noch ein bisschen mehr dazu. So, kriege ich gerade eine Nachricht. Gleich kriege ich noch eine Nachricht. Bäm. So, damit will ich es bewenden lassen. 2,5 Minuten. Die anderen 2,5 Minuten maximal wende ich für die Sächsische Zeitung auf. Auch bei der Sächsischen Zeitung gibt es enorm viele Qualitätsjournalisten. Eine Schlagzeile von heute war: Die Stadt Dresden hat bereits 220.000 Euro an Bußgeldern im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung verhängt. Beziehungsweise verhängt steht da gar nicht, sondern eingenommen steht da auch nicht, aber die Zahl von 220.000 Euro und irgendwas mit knapp 4.300 Verstößen. Wenn man die Zahlen durcheinander teilt, kommt man auf 51 Euro, also im Schnitt rund 50 Euro. Und ich hatte dazu vor Wochen, wenn nicht vor Monaten, schon mal eine Anfrage gestellt. Da war der Betrag, glaube ich, bei Gott, 4.000 Euro, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich wissen, ob denn, wenn die Stadt behauptet, sie hat so und so viel 1.000 Euro Bußgelder verhängt, wie das denn im Verhältnis dazu steht, ob die denn auch tatsächlich schon in der Stadtkasse eingegangen sind. Und da hat man mir geantwortet, die Frage beantwortet man mir nicht, die ist zu aufwendig zu recherchieren. Hintergrund ist, natürlich müssen die Betroffenen erstmal angehört werden. Das geht zum Beispiel darum, ob man einen triftigen Grund hatte, das Haus zu verlassen, ob vor oder nach 22 Uhr, als es die Ausgangssperre noch gab, ob man einen Nachweis erbringen musste in Form von einem Maskenattest. In der Corona-Schutzverordnung stand lange Zeit drin, dass man es auch glaubhaft machen kann, und zwar unter anderem mit einem Attest. Da steht nicht drin, dass man das Attest dem Ordnungsamt oder wem auch immer vorzeigen muss, der Polizei, sondern da steht nur, dass man das haben muss. Also kann man im Anhörungsverfahren das Attest noch nachliefern. Da muss auch, wie heute bekannt geworden ist, keine Diagnose draufstehen. Ja? Das ist schön, das endlich mal zu hören. Das geht nämlich den Ordnungsamtsfuzzi einen Scheiß an, warum jemand von der Maskenpflicht befreit ist. Und das hat die Staatsregierung also jetzt nochmal klargestellt. Also, Punkt ist, nur weil die Stadt ein Bußgeld verhängt, heißt es noch lange nicht, dass sie es letztendlich auch einnehmen, weil derjenige erstmal noch die Chance hat, sich dazu zu äußern in einer Anhörung. So geht es in einem Rechtsstaat. Und im Zweifelsfall geht es dann vor Gericht.
Und dann kann der Richter entscheiden, ob der triftige Grund ein triftiger Grund war, ob das Attest gefälscht ist oder nicht, wie auch immer. Also die 220.000 Euro sind noch lange nicht in der Stadtkasse angekommen, aber der Artikel suggeriert das zumindest mal, dass das also alles schon in trockenen Tüchern sei. Und so wird den Menschen weiter Angst gemacht und das lehne ich ab. Liebe Qualitätsjournalisten, ihr dürft euch gerne noch ein bisschen mehr anstrengen. Danke. Mua.